Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Macht Selbsttherapie überhaupt Sinn? Was ist Psychotherapie? Weil das ist ja jetzt nur mein Feld. Ich rede nicht über Physiotherapie oder Logopädie oder andere Therapieformen, sondern es geht ja um Psychotherapie, wo ich mich mit mir beschäftige, weil ich Schwierigkeiten habe, weil ich Blockaden habe, weil ich irgendwelche Störungen habe, weil ich Zwänge habe, Ängste habe, weil ich Schwierigkeiten habe mit anderen Menschen und so weiter und so weiter. Das ist ja der Sinn von der Psychotherapie, dass ich diese Blockaden, diese Hindernisse, diese Schwierigkeiten überwinde. Und da vertraue ich mich jemanden anderen an, der mir dann hoffentlich durch intelligente Methoden, durch intelligentes Nachfragen, durch einfühlsames Zuhören genau den Punkt trifft, wo eigentlich mein Knackpunkt ist, dass mir ein Licht aufgeht und damit ich in der Lage bin, selber mein Verhalten zu ändern. Weil der Therapeut macht es für mich nicht, ja? Sondern ich muss für mich erkennen und dann auch die Kraft haben, was zu tun. Beispiel Alkohol. Ich weiß eh, dass Alkohol trinken schlecht ist, aber es schmeckt halt so gut und der Durst bringt mich um, die Gier ist ein Wahnsinn. Und dann eben muss ich in der Lage sein, mit Hilfe eines Außenstehenden, anderen zu kapieren, aha, der Durst bringt mich nicht um, sondern ich habe einen Weg, wie ich erkenne, dass ich einen Weg finde, der mir gut tut, wo ich auch ohne Alkohol glücklich und zufrieden, sinn erfüllt und ohne innere Leere leben kann. Das ist ein Prozess. Und das kann man mit einem externen Psychotherapeuten sehr gut machen. Selbsttherapie heißt, ich bin mir selber der Therapeut, ich bin selber einer, der eine Metaposition einnimmt und durch diese Metaposition komme ich immer tiefer rein in das Erkennen, dass wo meine Schwächen sind, kann mich selber so gut motivieren, dass ich genug Kraft habe, Nein zu sagen, Dinge zu ändern, Dinge zu adaptieren und dann kann ich mich wirklich entwickeln und kann ich wirklich rauskommen. Das kann man jetzt sehr, sehr ausführlich machen und gibt's ganze Bücher und so zum Thema Selbsttherapie. Fünf-Schritte-Programm, im Prinzip ist es eine Verhaltenstherapie, wo ich mir halt selber auch mit Hilfe eines Buches, nicht eines menschlichen Psychotherapeuten, sondern mit Hilfe eines Buches auch die Metaposition, die gegenüberliegende Position herhole. Also Selbsttherapie mit einem Buch ist gut, ja, und ist wahrscheinlich viel billiger als Psychotherapie mit einem Menschen, aber es ist auch die Metaposition. Der Knackpunkt bei der Selbsttherapie ist immer, wie effizient und effektiv beides ist die Einnahme einer Metaposition von mir selber. Wie kann ich mich da so von außen beobachten und sagen, ja, tatsächlich, wenn ich so weiter sauf, das wird nichts werden. Oder ich bin so ein unmöglicher Mensch, mit mir kann man keine Beziehung haben wollen. Ja? Oder wenn ich mich so anschaue, ja, die Ängste sind deshalb, weil ich als Kind so geschreckt worden bin und ich habe da deshalb eine Traumatisierung als Kind und deshalb will ich da nicht so weiter tun, sondern mein Anliegen ist es, jetzt neue Kraft zu kriegen und mutig in die Welt hinauszugehen und das schaffe ich mit Einnahme der Metaposition. Deshalb, jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, bei einigen Dingen wird es ganz gut gehen, mich selbst zu therapieren und bei einigen Themen wird es überhaupt nicht gehen. Und jetzt interessiert natürlich, wo geht's aus meiner Sicht, mit meiner Erfahrung und wo geht's nicht. Es geht bei all den Dingen, wo ich das Gefühl habe, schaffe ich eh, ich habe noch momentan gerade keine Lust drauf. Also wenn das so ist, dass ich mir denke, ja sicher kann ich das, ja sicher ist es, das ist mir eh schon voll bewusst und ich habe das schon tausendmal durchüberlegt und ich habe es auch schon x-mal zusammengebracht und klar, das will ich unbedingt, ja, dann schaffe ich es mit Selbsttherapie, sprich Metaposition einnehmen, von außen mich motivieren und das dann auch tun, dranbleiben, machen, geht schon. Beispiel ist Abnehmen, ja. Da brauche ich keinen Coach, der mir täglich sagt, iss nix, sondern das muss ich selber schaffen. Ja. Am Abend
wenn dann der große Hungeranfall kommt, weil Energiemangel, weil ich eigentlich schon schlafen gehen sollte, weil mein Körper schon sagt, hey, es wird finster draußen, Pause für heute, ja, du hast genug getan, genug Energie verbraten, ich brauche jetzt da wieder Zeit, um mich zu regenerieren, also bitte geh schlafen, und ich sag, nein, ich will noch aufbleiben, ich brauche noch Energie, dann kommt natürlich, dass der Körper dann sagt, okay, wenn du noch Energie brauchst, na, dann musst du was nachschieben, weil sonst schaffen wir den Abend nicht mehr gemeinsam. Ja? Ich will schon Pause machen, ich als Körper, aber wenn du natürlich wieder mal gescheitert bist und wieder über mich drüber fahren willst, okay, aber dann her mit Energie. Und das wird dann nicht gescheit mehr verstoffwechselt und das wird dann halt dann in Fettzellen eingelagert und so weiter. Das heißt, wenn ich das kapiere, kann ich mir sehr wohl helfen und eigentlich mich sehr gut abgrenzen und sehr gut einen Weg finden, dass ich sage, na, ich weiß, ab 6 will ich nichts mehr essen, auch wenn ein Hungergefühl kommt, ich fahre langsamer, mit der Energie runter, ich gehe früher schlafen, alles gut. Dann passt's, dann gelingt's auch. Andere Themen, wo ich aus meiner Sicht in Frage stellt, dass da Selbsttherapie hilft, ist alles Unbewusste. Ja? Was ich nicht wahrnehme, was ich nicht sehe, weil es im Unbewussten ist, was mein blinder Fleck ist, dazu kann ich es schwer Außenposition einnehmen, weil ich sehe nicht auf den Meeresgrund. Ja? Das sehe ich nur, wenn ich reintauche oder wenn ich mit einem erfahrenen Taucher hineintauche, der mir dann die Dinge zeigt und ich vielleicht dann auch noch das entsprechende Gerät mit habe, um das eine oder andere Wrack zu heben. Ja. Aber da brauche ich Hilfe, das kann ich sehr schwer allein und dass ich mir selber Tauchen beibringe also das Bild hinkt dann natürlich jetzt auch. Ja. Also aus meiner Sicht, alles, was wirklich im unbewussten Bereich ist, alles, wo ich merke, da habe ich gar kein Gespür, gar keine Sicht, wie ich diese schwierigen, verletzenden Dinge angehe, da brauche ich einfach Kompetenz und Wissen und Erfahrung von außen. Und dann komme ich tiefer, weiß ich, wie ich schauen muss, weiß ich, der lernt man vielleicht tauchen und dann kann ich vielleicht sogar ein Stück selber tauchen. Aber wenn ich wieder in komplett neuen Gewässer bin, ja, ist es klug, wenn ich wieder mich erkundige mit einem Tauchlehrer, wie das geht, ja, oder das gleiche beim Berg, ja. Ja, ich kann schon selber mir Karten lesen und dann an Berg dann auch angehen, ja. Aber wenn es gewisse Schwierigkeitsgrade erreicht, wie Gletscherüberquerung, wo Gletscherspalten sind, wo ich mich nicht auskenne, ja, da muss ich schon sehr erfahren sein, dass ich sage, ja, ich krieg das schon hin, ich sehe dann schon, wenn eine Gletscherspalte ist, ja, dann bin ich halt ein bisschen tiefer. Also das bringt nichts, ja. Also schwierige Bergtouren, gefährliche Bergtouren, immer mit Bergführer, der weiß genau, falls ich aufpassen muss, der kennt die örtliche Wetterlage, der kennt das Gebiet, der kennt die herausfordernden, schwierigen Stellen, der sagt, jetzt Achtung und jetzt kannst du dich wieder entspannen, weil kommt in der nächsten Zeit nichts Gefährliches und so weiter. Ja. Deshalb hat mir ein Bergführer, deshalb hat mir ein Psychotherapeuten. Und das ist aus meiner Sicht eben die Grenze von Selbsttherapie. Wenn ich mich da überhaupt nicht auskenne und glaube, ich kann das selber herumdoktern, kann ich eh probieren. Also es sei jedem unbenommen, nur ist wirklich die Frage, ob was rauskommt. Und dann bin ich eher frustriert, wenn nichts rauskommt und lasse es überhaupt, verfall dann wieder irgendwie in meine eigene Lethargie, hab nicht das Gefühl, dass aus mir was wird, ich schaff's eh nicht und so und dann erspare ich mir eigentlich nichts, weil es geht wertvolle Zeit verloren, wenn ich es nicht angehe, wenn ich merke, es ist reif zum Angehen, es geht wertvolle Zeit verloren, ich verkruste und erstarre noch mehr, es ist dann nachher, wenn auch ein Therapeut dran geht, ist es härter schon, ja, ist es schon verkrusteter, verfahrener, verbohrter und deshalb ist schade. Meine Empfehlung ist, sobald ich merke, ich muss was tun, kann ich es natürlich zuerst mal selber starten und probieren, schau, was ich hinkriege, dass ich wirklich auch Motivation habe, das selber hinzukriegen. Und wenn ich dann merke, ich habe es eh probiert, es geht nicht, dann sich nicht zu schade sein und sagen, ich nehme Hilfe in Anspruch. Also es ist nie ein Verlust oder peinlich, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt, ja. Und ich brauche da nicht ewig Hilfe. Wenn ich jetzt da mit einem Bergführer diese eine Tour gehe und von mir das noch ein zweites Mal gehe, ja, beim dritten Mal kann ich selber gehen. Da weiß ich schon, wo die gefährlichen Stellen sind und da kenne ich den Weg ja schon. Also ich kriege es ja dann hin und dann kann ich ja selbsttherapeutisch weitermachen, wenn man genau diesen umgrenzten Bereich angeschaut haben.
Wo kann ich selbsttherapeutisch nie was tun? Das ist bei frühkindlichen Traumen, wo auch der Therapeut nur ganz schwer hinkommt. Ja? Da gibt's eben eigene Methoden in der Traumapsychotherapie, wo auch der Therapeut schauen muss, was kommt denn da jetzt hoch und wie müssen wir denn da agieren? Das ist wie das Bergen von einem Wrack aus dem See, wo dann mehrere Fachleute unterschiedliche Professionen draufschauen müssen, was tun wir denn jetzt mit dem Wrack? Ist es eine Bombe, die gleich platzt oder ist das nur verrostet? Zerfällt das gleich? Ja? Müssen wir da andere Sicherheitsvorkehrungen treffen? Genauso ist es bei frühkindlichen Traumen. Auf was müssen wir denn da jetzt achten, damit das stabil bleibt? Wie sehr können wir denn das Ding rausziehen? Wie sehr müssen wir es noch mit Wasser halten wegen einem Gewicht, damit es eben nicht zerbricht? Und wie sehr muss ich jetzt da vorsichtig die Person stabilisieren, damit die Person nicht auf einmal regrediert, also sprich zurückfällt in kindliche Wahrnehmungen und so weiter. Also da gibt's viele Dinge, wo man aufpassen muss, um eine Retraumatisierung zu vermeiden, um eine Verschlechterung zu vermeiden. Das ist schon eine größere Operation, ja, und nicht nur so, geht schon, gehen wir, haben wir gleich, ja. Aber Selbsttherapie grundsätzlich gut, überall wo sie motiviert sind, an sich zu arbeiten und selber was vorwärts zu bringen mit ihrer Willenskraft, mit ihrer eigenen Begeisterung, ja, unbedingt, und ich freue mich, wenn Sie da dran sind. Alles Gute für Sie.